Ist da jemand? Ich fürchte mich so. Die Lage verschlechtert sich zusehends.
Seid ihr erst vor kurzem eingetroffen oder kehrt ihr gerade zurück? Ich kann nicht immer die Zahnräder und Kolben auf Linie halten. Ah, ich erinnere mich. Die Komponenten für den Klangumkehrer. Konntet ihr sie beschaffen? Beeindruckend. Ich dachte, ich würde euch nie wiedersehen. So ist das nämlich für gewöhnlich, wenn ich Mietlinge anstelle, um mir seltene und exotische Gegenstände von gefährlichen Orten zu beschaffen. Nun, das große Zahnrad kennt keine Trödelei. Und ich auch nicht. Gebt sie her und ich mache mich an die Arbeit. Ein Klangumkehrer, kommt sofort! Man verbindet das, zieht die Feder an. Explodiert nicht! Ach, fast fertig. Dort! Und, gefällt sie euch, meine neueste Schöpfung? Ich nenne sie den Klangumkehrer. Hatte ich das schon erwähnt? Wie auch immer. Er sollte Sotasils umgebautem Stab entgegenwirken können, zumindest für kurze Zeit. Ich nehme an, ihr wisst, wie man das hier benutzt, oder? Natürlich tut ihr das nicht. Ich habe ihn ja gerade erst erfunden. Ehrlich. Ihr werdet ihn sowieso nicht verwenden. Nicht, wenn ihr vorhabt, gegen den Träger von Sotasils Stab zu kämpfen. Es ist nahezu unmöglich, den Klangumkehrer zu verwenden, wenn man gleichzeitig in eine Schlacht verwickelt ist. Das ist zu umständlich. Sunara, der gesegnete Stab? Ich schätze, der Name passt. Gewissermaßen. Ihr werdet jemanden brauchen, der euch zur Hand geht. Jemanden, dem ihr vertraut. Oh, nicht ich. Zu beschäftigt. Zu zerbrechlich. Aber der Einsatz des Klangumkehrers erfordert auf jeden Fall zwei Leute. Das ist so leicht wie einen Skrip-Gelee-Kuchen zu backen. Eine Person bedient die Steuerung, um die Schallwellen zu erzeugen. Sobald die richtige Tonhöhe erreicht ist, aktiviert man den Umkehrer und entlädt seine Energie, um Sunaras Macht aufzuheben. Vorübergehend. Hier, ich habe euch eine Anleitung geschrieben. Eure Gegenwart entweiht diese Stadt, Arschländerin. Wie könnt ihr es wagen, unseren Gott sehen zu wollen?
Ich bin hier, um zu helfen. Wenn ihr mir nicht zuhören wollt, dann hört der Fremdländerin zu. Den Dreien sei Dank, die Fremdländerin ist zurück. Konnte Barilsa uns helfen? Achtet nicht auf diese Aschländerin. Sie faselt immerzu etwas von Fürst Viveks Zustand und wie sie ihm helfen kann. Aber ich bin mir sicher, dass es nur eine Art Falle ist. Ich wollte sie gerade aus der Stadt schaffen lassen oder sie den Schlachterfischen zum Fraß vorwerfen. Ich weiß, wer sie ist. Ich traue ihr immer noch nicht und ich weigere mich, sie auch nur in die Nähe von Fürst Vivek zu lassen. Wer weiß schon, was eine Aschländerin tut, wenn sie den Kriegerpoeten in einem derart anfälligen Zustand sieht. Ein Klang, was? Nun, da ich ja nicht mit euch kommen kann, weil Fürst Vivek meine ununterbrochene Aufmerksamkeit braucht, schätze ich, dass euch wohl die Aschländerin zur Hand gehen muss. Na schön. Nehmt sie mit und besiegt Chodala. Danach bringt mir seinen Stab, damit wir Vivek wieder genesen lassen können. Falls so ein alter Schwachkopf beim Tribunal als Anführer durchgeht, ist es kein Wunder, dass unter den Häusern ein solches Chaos herrscht. Doch es bleibt keine Zeit, darüber lange nachzudenken. Ich habe meinen Bruder gefunden. Es ist schlimmer, als ich gefürchtet hatte. Chodalas Streben nach Macht hat ihn auf finstere Pfade geführt. Chodala und seine treuesten Anhänger haben Zuflucht in einer Ruine namens Kaushtarari gesucht. Das ist ein uralter Schrein, der dem dädrischen Fürsten Malakat geweiht ist. Ich glaube, mein Bruder hat vor, den Gott der Flüche um Hilfe zu bitten. Es wird uns erlauben, Chodala aufzuhalten? Dann werde ich euch natürlich helfen. Da die Hunde des Tribunals mir meine Waffen weggenommen haben, werde ich mir Ersatz für sie besorgen müssen. Trefft mich an den Ruinen, sobald ihr bereit seid.